Hey, ich begrüße dich zu diesem Video. Cool, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema mehr Trading, gleich mehr Gewinn? Fragezeichen. Jo, direkt zu Beginn mal die Antwort: Nein. Also, ich finde das ganz geil, wenn ich am Anfang schon die Antwort nenne, weil dann können die wegschalten, die keine Lust haben auf mein langes Gerede. Manchmal verzettel ich mich so ein bisschen, dann rede ich einfach viel zu viel. Aber ich möchte natürlich auch hier die Gelegenheit nochmal nutzen, um das Ganze nochmal ein bisschen auszuführen. Das sind meine Erfahrungen. Es kann sein, dass du andere Erfahrungen gemacht hast, dass du von jemandem andere Erfahrungen mitbekommen hast. Das will ich auch gar nicht schlecht reden. Meine Erfahrung ist aber, dass mehr Trading ganz bestimmt nicht mehr Gewinn ist, und ich sag dir warum. Generell ist es so beim Handeln. Du hast eine Grundidee, und die Grundidee beinhaltet im Endeffekt, ob der Markt steigt oder fällt. Und mit mehr Handeln meine ich jetzt mehr Trades. Und im Endeffekt kannst du einfach nur deswegen die Richtung oder die Meinung verfolgen, der Markt steigt oder fällt. Die Frage ist jetzt, wie viele Trades setzt du ein, um deine Meinung im Markt unterzubringen? Du kannst zum Beispiel sagen, du gehst morgens einmal long und bleibst den ganzen Tag über long. Du kannst aber sagen, du hast eine Strategie, die auf 5 Minuten handelt und die an dem Tag 10-mal long geht, zu bestimmten Einstiegen, nach bestimmten Kriterien und so, vielleicht weil da ein Doji-Markt ist oder so eine Kerze, oder falls da gleitende Durchschnitte sich schneiden oder falls sonst irgendwas passiert. Also gibt es einmal die Möglichkeit, du gehst morgens einmal long, bleibst den ganzen Tag long, stellst abends glatt, oder zweite Möglichkeit, du gehst relativ oft long, weil dein System so programmiert ist. Und was passiert also, wenn du einmal long gehst? Du gehst morgens einmal long, zahlst Commission und Spread an den Broker. Also Spread zahlst du nicht wirklich, aber Spread hast du. Also hast Commission und Spread ein einziges Mal. Wenn du das allerdings 10-mal machst zum Beispiel, hast du schon 10-mal Commission und 10-mal Spread. Und was du beim ersten Mal natürlich auch hast, aber du hast hier 10-mal die Gefahr, miese Slippage zu bekommen. Und in dem Fall ist das Risiko auf der mit dieser zweiten Möglichkeit, wo du 10 Trades machst, erstmal größer, weil du hast mehr Kosten, mehr Gefahr, Slippage zu bekommen. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, muss es sein, dass du 10-mal reingehst? Und da finde ich es ganz wichtig, dass man das vernünftig vergleicht. Ich habe zum Beispiel am Anfang, habe ich auch versucht, Systeme zu entwickeln, die halt oft handeln, 1-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart, möglichst viele Trades, schnell rein, schnell raus, schnelle Gewinne. Habe aber gemerkt, dass die Kosten mir es einfach komplett zerschießen, und zwar jedes Mal. Und aus dem Grund bin ich jetzt mittlerweile dahin gerutscht, dass ich komplett, ja, diesen gegensätzlichen Part fahre. Das heißt, ich mache in der Regel in einem Markt mit einer Strategie maximal ein, zwei Trades am Tag. So sind die Strategien alle aufgelegt. Die handeln in der Regel auf dem Stunden- oder auf dem 4-Stunden-Chart. Teilweise werden die auch über mehrere Tage durchaus gehalten, weil man da dann natürlich ja, mehrere Tage lang diesen Gedanken verfolgen kann, der Markt steigt, aber nur einmal diese ganzen Risiken hat, also Kosten, Slippage, Spread. Und klar, wenn man über mehrere Tage hält, kann man jetzt natürlich entgegenhalten. Man hat da eine Sache, die man beim Intraday schnell rein, schnell raushandeln nicht hat. Man hat die Finanzierungskosten über Nacht. Okay, klar, das stimmt, die hat man. Allerdings, hier möchte ich auch nochmal erwähnen, was ich ganz witzig finde auch, in dem Konto von dem Livestream, das läuft jetzt seit 4 Monaten, werden Positionen durchaus über Nacht gehalten, und durchaus ist auch schon oft Finanzierungskosten angefallen. Allerdings ist das Konto gerade, wenn man nur die Finanzierungskosten saldiert, 2,30 € oder so vorne. Also man kann durchaus auch mehr positive Finanzierungskosten oder halt Zinsen oder wie man es auch nennen möchte, haben als negativ. Von daher, diese ganze Angst vor den Finanzierungskosten würde ich erstmal nicht überbewerten, insbesondere im Forex-Markt, wo man ja in beide Richtungen entweder halt zahlt oder profitiert. Beim CFD-Handel ist es teilweise anders, weil man da teilweise bei Long-Positionen Zinsen zahlt und bei Short-Positionen gar nichts bekommt oder sogar bei beiden Zinsen zahlt, glaube ich. Also da ist ein bisschen was anderes. Beim Forex-Markt würde ich das Ganze, das ist meine Erfahrung auch wieder, nicht wirklich überbewerten. Ansonsten, ja, genau, also wie gesagt, dazu, meine Erfahrung zeigt einfach, mehr Trading ist nicht wirklich mehr Gewinn. Und ich finde es auch immer wichtig, diese Überlegung, die ich am Anfang gesagt habe, im Hinterkopf zu behalten. Also bringt es deiner Strategie wirklich einen Mehrwert, wenn du zigmal reingehst, um zum Beispiel long zu gehen? Oder ist deine Strategie sowieso so, dass sie an dem Tag nur long geht oder so? Macht es dann nicht mehr Sinn, lieber einmal an dem Tag zu handeln als öfter? Außerdem hat man noch weitere Risiken. Insbesondere war das bei mir sehr krass, wenn ich manuell gehandelt habe, wenn ich versucht habe, manuell zu handeln, dass ich, wenn ich
mehr handeln, dass ich da extreme Probleme gehabt habe, das Ganze irgendwie mental vernünftig zu machen, weil man dann sowieso schon immer am Trigger ist quasi oder immer am Mausdruck quasi sehr, sehr nah dran ist. Da ist dann die Gefahr auch, dass man halt übertradet, zu viele Trades macht und ja, das ist eigentlich sowieso nie eine gute Idee. Von daher, ja, auch da, wenn man manuell handelt, finde ich es immer ja extrem, wie viele Kosten sich da auch anstauen. Also es ist ja so, der einzelne Trade, da merkt man die Kosten nicht, aber versuch mal, wenn du ein Jahr durchgehandelt hast und vielleicht sehr, sehr aktiv handelst, einfach die Kosten hochzurechnen. Ich kann dir nur sagen, das ist auf jeden Fall extrem, was da zusammenkommt. Du würdest dich wundern, dass es teilweise 5 bis 10% von deinem ganzen Gewinn ausmacht und das ist auch meiner Meinung nach immer noch der Grund, weshalb 90, 95, da gibt es ja verschiedene Kennzahlen, die jetzt genannt werden, Prozent der Trader scheitern. Das sind einfach meiner Meinung nach die Kosten und nicht wirklich, weil sie nicht handeln können. Weil auch der Wahrscheinlichkeit nach würden ja, wenn jetzt gar kein Trader handeln kann, würden ja 50% irgendwie gewinnen und 50% verlieren. Weil der Markt, der freut sich ja nicht, wenn er einem irgendwie einen mitgeben kann oder so, sondern der ist ja einfach auf kurze Sicht erstmal ein bisschen zufällig, aber generell auch ausgeglichen, ob es jetzt hoch oder runter geht. Also meiner Meinung nach ohne Kosten würden die meisten Händler oder dann würde diese Quote von 90, 95% nicht existieren und die würde eher bei 50, vielleicht 60% liegen oder so. Alles klar. Ich hoffe, dass meine Meinung, ja, dass du das nachvollziehen kannst, dass ich dich nicht damit verstört habe, wenn du jetzt auf einem 1-Minuten-Chart handelst. Also wie gesagt, ich will das gar nicht irgendwie schlecht reden oder so. Kann auch sein, dass es funktioniert. Du hast nur einfach extreme Vorteile, die man, ja, das ist Fakt und das kann man auch nicht irgendwie schön reden. Die hat man da einfach. Trotzdem kann es sein, dass es gut läuft. Ich hab's noch nicht gesehen, lass mich aber das eines Besseren belehren. Und ansonsten ja, würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Like das Video, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und wir sehen uns dann. Bis dann.